So, guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich freue mich heute, Frau Dr. Gudrun Fey bei Bücher Puste begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen in Straubing. Ebenso begrüße ich die Abordnung vom Anton-Bruckner-Gymnasium, den Direktor, Herrn Rudolf Reinhardt mit Gattin und Frau Gruber. Sie haben den Tag mit Frau Dr. Fey heute in Straubing gestaltet. Frau Dr. Fey hat heute schon einen Vortrag am Bruckner-Gymnasium gehalten für die Schüler der 9. Klasse. Auch herzlichen Dank dafür. Ja, Frau Dr. Gudrun Fey ist eine der bekanntesten Rhetorik- und Kommunikationsexperten Deutschlands. Sie ist auch erfolgreiche Buchautorin. Ihr Bestseller Gelassenheit siegt ist mittlerweile in der 15. Auflage lieferbar beim Walhalla Verlag. Andere Titel sind Reden macht Leute oder eben auch Überzeugen ohne Sachargumente, das Thema des heutigen Abends. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, gute Unterhaltung. Meine Damen und Herren, ich begrüße ebenfalls sehr herzlich zu meinem Vortrag. Nie mehr verlegen um ein gutes Argument. Clever argumentieren, mit Plausibilität überzeugen. Also ich bin sicher, dass Sie nach dem Vortrag tatsächlich, vielleicht ist es ein wenig übertrieben, nie mehr um ein gutes Argument verlegen sein werden, aber Sie werden die Argumentationsmöglichkeiten sicher noch erweitern. Ja. Deshalb kurz zu meiner Person. Das passt, also sind sicher über 50.000 Teilnehmer, denen ich schon geholfen habe, vom Rhetorischen her besser zu werden. Wobei es so ist, dass ja jeder Mensch von Natur aus rhetorisch und dialektisch begabt ist. Und das trainieren wir durchaus auch, aber irgendwann kommt man doch an eine Grenze, wo man merkt, da fehlt mir vielleicht noch so ein gewisses Know-how und das liefere ich Ihnen dann. Das zu unseren Kunden. Sie sehen also, sie befinden sich hier in namhafter Gesellschaft. Lauter bedeutende Unternehmen, aber natürlich haben wir auch noch andere Unternehmen als Kunden. Mein Lebensmotto: Sie sind okay, ich bin okay und ich hoffe, dass wir zusammen fantastisch sind, hat auch schon etwas mit unserem Thema zu tun. Denn sehen Sie, bei der Argumentation kommt es darauf an, dass Sie den anderen auch ernst nehmen mit seinen Argumenten, dass sie auch Verständnis zeigen für den Standpunkt des anderen, denn wenn man argumentiert und der andere bringt ein Argument, dann schießt man gerne dagegen, sagt, nee, das stimmt nicht und nee, das ist so und so und das ist viel anders, anstatt eben mal zu sagen, ja, kann dein Argument nachvollziehen und dann machen sie nicht weiter mit aber ist so negativ. Allerdings mache ich dich darauf aufmerksam, dass. Also so ein wertschätzender Umgang, auch wenn man jetzt argumentiert und versucht, seinen Standpunkt durchzusetzen. Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind Voraussetzungen. Ich beziehe mich gerne auf Aristoteles, denn es ist wirklich schon faszinierend, was gerade in der Antike, im antiken Griechenland, die Sophisten Aristoteles, Platon, Sokrates als Erfinder der Dialektik, was die schon alles entdeckt haben. Und da sich die Menschen in den letzten 2500 Jahren, jedenfalls meines Wissens nach, nicht geändert haben, ist das immer noch aktuell. Und das Wichtigste, was Aristoteles jetzt beim Überzeugen als Grundlage nennt, ist das Ethos. Wir haben das Wort auch als Berufsethos eines Arztes. Das heißt also, die Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit, das ist die Basis. Und deshalb ist jetzt diese VW-Affäre so schlimm, weil da das Vertrauen erstmal im Keller ist. Und Robert Bosch hat gesagt, Geld verloren, nichts verloren, Vertrauen verloren, alles verloren. Deshalb ist das die Basis und deshalb ist es auch gut, wenn man die Leute eben nicht anschwindelt, denn sie wissen, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und deshalb ist das die Basis, wenn wir andere Menschen überzeugen wollen, dass die sich auch darauf verlassen können, dass das, was wir sagen, auch stimmt. Und dann natürlich das Pathos, die Leidenschaft. Sehen Sie, manchmal ist man von seinem Standpunkt überzeugt, ja, aber so tief drinnen. Der Gag ist der, man muss das auch anderen Menschen zeigen.
Gefühle sind ansteckend wie Ziegenpeter. Wenn ich hier Begeisterung ausstrahle, dann, ja, dann finden Sie auf einmal, ja, ist so ein spannendes Thema, stimmt, die Frau hat recht. Aber das klappt nur, wenn ich diese Begeisterung, die ich für mein Thema habe, wenn ich die auch ausstrahle. Das heißt, man muss auch seine Gefühle zeigen. Und Sie können sich sicher vorstellen, dass das einem Philosophen sehr schwer gefallen ist, eben einzugestehen, dass man beim Überzeugen, beim Argumentieren die Gefühle berücksichtigen und auch wecken muss, damit der andere das tut, was man will. Also nur so auf der Sachschiene zu argumentieren, das ist zu wenig. Menschen sind keine Sachen. Und deshalb muss man Menschen auch immer menschlich packen und die Gefühle berücksichtigen und auch mit in seine Argumentation einbeziehen. Pragma, Logos, ja, Pragma die Sache, Logos, Vernunft, aber auch Sache, Argumentation, klar, eine gewisse Sachkenntnis. Ich sage extra, eine gewisse Sachkenntnis brauchen Sie. Ich werde Ihnen nachher noch im Laufe des Vortrags zeigen, warum Sie gar nicht so viel Sachkenntnis brauchen. Die Sophisten, die haben ja sogar behauptet, also gerade in dem Dialog Gorgias, dass eben ein Rhetoriker oder ein Dialektiker einem Arzt überlegen ist, was eben das rhetorische Argumentative anbelangt. Der Arzt hat zwar die Fachkenntnis, aber wenn man das nicht entsprechend verpackt, dann ist tatsächlich jemand, der die Rhetorik und Dialektik beherrscht, einem Fachmann überlegen. Und deshalb gibt es auch Hochstapler, gerade im medizinischen Bereich. Da gibt es ja durchaus falsche Ärzte, die jahrelang einen guten Job gemacht haben und irgendwann flog das durch einen blöden Zufall auf. Ja, die wirkten eben sehr glaubwürdig und vertrauenswürdig. Ja? Die haben es auch geschafft, die anderen zu motivieren. Und Sachkenntnis, naja, kann man sich ja auch anlesen. Und auch die Krankenschwester freut sich, wenn der Onkel Doktor sie mal was fragt. Nicht, Herr Doktor, wie ist denn das? Frau sowieso, wie ist denn das? Nicht, dann fühlt sie sich ja entsprechend wertgeschätzt, dass sie auch mal dem Onkel Doktor was sagen kann. Also Sie merken, nicht, das ist schon eine wichtige Sache, dass man erkennt, dass das die Hauptvoraussetzungen sind, damit man überhaupt eine Chance hat, zu überzeugen. Aber kommen wir zum Grundsätzlichen, zur Argumentation. Es gibt keine an sich guten oder schlechten Argumente. Man sucht ja immer, wenn man den anderen überzeugen will, nach diesem Argument, ne, wo der andere dann sagt, wow, das ist es. Ist aber die Frage, ob es das ist. Denn das Argument, was ich für gut halte, muss der andere keineswegs für gut halten. Wie gut ein Argument ist, entscheiden die, die überzeugt werden sollen. Und deshalb muss man sich auch immer ein wenig in die anderen hineinfühlen, was für Interessen haben die, was kann ich denen bieten. Und es gibt auch keine unangreifbaren Argumente. Jedes Argument ist angreifbar. Und das ist bisweilen auch ein wenig frustrierend. Da denken sie, sie hätten ein tolles Argument. Und der andere, der muss doch jetzt wirklich überzeugt sein. Ja, und es wirkt nicht. Und deshalb Ihnen zum Trost, wenn Ihnen so ein vermeintlich gutes Argument hinterher einfällt, ja, wenn es vorbei ist, das Gespräch. Ich kann Sie nur trösten und sagen, wer weiß, ob dieses Argument, was Ihnen später eingefallen ist, wirklich so gut gewesen wäre. Vielleicht hätte der andere auch da etwas dagegen sagen können. Man weiß es nicht. Deshalb, wenn es die Möglichkeit gibt, testen Sie mal dieses vermeintlich gute Argument und schau mal, was passiert denn da, ob das wirklich so gut ist. Und es gibt immer mehr Kontraargumente. Da engagieren Sie sich für eine Sache, sind davon überzeugt und der andere, der gibt einfach keine Ruhe. Ja, angreifen geht immer, denn Sie haben ja nicht nur die Sachargumente, Sie haben ja auch noch andere Möglichkeiten. Sie können ja auch noch jemand persönlich angreifen, seine Glaubwürdigkeit bestreiten. Also dagegen sein ist viel leichter, als für eine Sache zu sprechen. Und schließlich, man kann niemand gegen seine Interessen überzeugen.
Und deshalb, je nachdem, wo Sie jetzt arbeiten, wenn Sie auf einer Behörde arbeiten und jemand soll irgendwas bezahlen, was er nicht einsieht und sei es auch nur ein Bußgeldbescheid, Sie sehen das nicht ein, dass Sie da 20 oder 60 oder 40 Euro zahlen müssen, ja, also da kann man Sie auch nicht davon überzeugen, dass das gut und richtig ist, dass die da die Strafe zahlen müssen, so nach dem Motto, das Schild war für mich nicht erkennbar und deshalb habe ich da geparkt. Da kommen Sie nicht durch. Und da kann man Sie nicht überzeugen. Das ist nicht Ihr Interesse. Und deshalb werden Sie feststellen, dass Sie schon dann erfolgreich sind, wenn der andere so eine Entscheidung akzeptiert und nicht noch dagegen Widerspruch einlegt und gar sich einen Rechtsanwalt nimmt. Also fragen Sie sich immer, welche Interessen hat der andere? Und wenn Sie jetzt merken, hoppla, ist gegen seine Interessen, dann können Sie einpacken. So mal als Beispiel. Also, Sie haben ja gesehen, Daimler als Firma, also folglich fahre ich auch einen Daimler. Meine Tochter hat aber einen Opel-Händler geheiratet. Ja, eben. Daraufhin habe ich natürlich auch einen Opel gefahren. Klar, ne? Familie geht vor. Und wenn mich dann die Mitarbeiter vom Daimler darauf angesprochen haben, so nach dem Motto, geht doch gar nicht, dass Sie hier mit dem Opel und so vor allem, nicht, wo sind wir denn? Wenn ich dann gesagt habe, mein Schwiegersohn ist Opel-Händler, dann haben die alle aufgehört zu argumentieren. Das war unschlagbar. Aber zum Glück hat mein Schwiegersohn das Opel-Geschäft verkauft, also ich kann jetzt wieder Daimler fahren, also kein Problem mehr. Nicht nur, das war jetzt auch nicht in meinem Interesse, jetzt in Opel zu fahren, obwohl ich mit dem Opel durchaus zufrieden war. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich das akzeptiert habe, dass ich da eben bei der Familie, bei Familienfeiern nicht als Einzige da mit so einer Fremdmarke fahren kann oder fahren sollte. Und so muss man immer sich überlegen, wenn ein Überzeugungsprozess jetzt mal nicht klappt, ist es überhaupt im Interesse dieser anderen Person oder kann ich das in irgendeiner Weise wecken oder berücksichtigen? Also das mal grundsätzlich zur Argumentation. Moment, ich habe hier noch etwas. Man überzeugt durch Nutzen oder Vermeidung von Schaden. Also wenn Sie heute Abend nur diesen einen Punkt mitnehmen, dass Sie sich immer überlegen, wenn Sie jemand überzeugen wollen, welchen Nutzen hat diese Person davon? Und wenn Sie dieser Person keinen Nutzen bieten können, dann wird es vermutlich nicht klappen. Oder Abwendung von Schaden, deshalb schließen wir ja Versicherungen ab. Weil wir Schaden von uns abwenden wollen. Wir haben Angst, ne? Krankenkasse wird abgeschlossen, Krankenversicherung wird abgeschlossen, man hat Angst und dann schließt man Versicherungen ab. Aber freuen Sie sich, wenn Sie die Versicherung dann nachher nicht brauchen, ne? Denn ob die dann zahlen, das ist immer die große Frage. Meistens zahlen sie, aber manchmal hat man auch da Ärger. Also das ist das Wichtige, welchen Vorteil, welchen Nutzen können Sie der anderen Person bieten? Denn wir denken manchmal, so überzeugen heißt, aha, ich habe da so jede Menge Argumente, ne? Und jetzt will ich ihn überzeugen und dann gehe ich auf ihn los und rede auf ihn ein, nicht, sondern du musst doch einsehen und das und jenes und so weiter. Also wenn Sie von überzeugen eher die Vorstellung haben, dass man jemand locken muss, wenn ich jetzt hier stehe und Sie sollten hier zu mir rüberkommen, ja, wann kommt der zu mir rüber? Wenn es hier Freibier gibt, dann kommt er. Wenn er hier eins auf die Nase kriegt, dann kommt er nicht. Und das ist es. Also, wenn Sie sagen, ja, ich muss gucken, womit ich den anderen locken kann, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Und dann nach den entsprechenden Argumenten gucken, womit Sie den anderen auch tatsächlich locken können, damit der hier zu Ihnen rüberkommt und sagt, ja, klasse, wunderbar. Ja, überzeugende Tatsachen, das sind natürlich die stärksten Argumente. Nur Tatsachen, die sprechen nicht für sich. Sie müssen auch Tatsachen immer bewerten. Sie müssen die immer in einen Zusammenhang stellen, sonst wirken die nicht. Und genauso Zahlen, Statistik.
Auch damit kann man herrlich manipulieren. Das ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt so eine Grafik im Querformat darstelle oder im Hochformat. Im Hochformat sieht die Steigerung wesentlich dramatischer aus. Also deshalb, ich habe nichts dagegen, wenn Sie mit Zahlen, Statistiken jetzt argumentieren, ist eine gute Sache, aber man kann auch da das immer wieder angreifen, in Zweifel ziehen. Gerade Statistiken, da ist es immer gut, wenn Sie sagen, wer hat diese Statistik erstellt? Ist das im Interesse von irgendjemand? Wie viele Leute wurden da befragt? Und deshalb müssen Sie auch bei solchen Sachargumenten nicht gleich die Flügel strecken und sagen, oh, ich habe nichts mehr dagegen zu sagen. Doch, doch, also gerade bei Tatsachen oder vermeintlichen Tatsachen, da können Sie immer gut dagegen argumentieren. Ja, und überzeugen mit Geschichten. Storytelling. Sehen Sie, wir Menschen lieben Geschichten, schon seit alters her. Also, dieser Sultan wollte zwei Männer hinrichten lassen. Aber er war ein netter Mensch und hat zu den beiden Delinquenten gesagt, also ihr habt noch einen Wunsch frei. So, und der eine hat gesagt, ach ja, dann esse ich doch noch mal mein Leibgericht. Vielleicht nicht gerade Spaghetti mit Tomatensauce, aber sein Leibgericht. Okay, hat der Sultan gesagt, kriegst du. Dann hat er den zweiten Mann gefragt, und was wünschst du dir? Dann sagt der zweite Mann, lieber Sultan, wenn ich in einem Jahr deinem Pferd das Fliegen beibringe, lässt du mich dann noch ein Jahr am Leben? Der Sultan stutzt, Pferd Fliegen beibringen? Okay, wenn du innerhalb eines Jahres meinem Pferd das Fliegen beibringst, dann lasse ich dich sogar frei. Gut, der Sultan geht wieder weg. Und dann fragt der erste Mann den anderen, sag mal, was erzählst du da für einen Mist? Du kannst doch dem Pferd nicht das Fliegen beibringen, ne? Und dann sagt der zweite Mann, stimmt. Nur, ich habe ein Jahr meines Lebens gewonnen. Weißt du, was in einem Jahr alles geschehen kann? Also, ist doch clever, oder? Ja, also muss man aber erstmal drauf kommen. Also Geschichten ist das, womit Sie überzeugen. Das sind natürlich Beispiele, Erlebnisse. Das wird auch gespeichert. Und das ist oft viel wirkungsvoller als Zahlen und Statistiken. Überzeugen mit Autoritäten. Jawohl. Sehen Sie, ich habe ja erst als Großmutter promoviert. Also insofern weiß ich, es gibt eine Zeit vor dem Doktortitel, eine Zeit nach dem Doktortitel. Seitdem ich den Doktortitel habe, muss ich nicht mehr beweisen, dass ich schlau bin. Ja, und der Gag ist der, ich habe ja Expertentum auf einem beschränkten Gebiet. Nur man wird dann auch auf anderen Gebieten für schlau gehalten. Das finde ich doch sehr erstaunlich, nicht? Ja, das ist die Macht des Autoritätsbeweises. Nicht, wenn man sagen kann, der hoch zu verehrende Herr Professor hat das und das gesagt. Oder die Frau Lehrerin hat das gesagt, der Direktor hat das gesagt. Ja, das ist ein Argument. Dann überzeugen mit Scheinlogik. Ja, was ist denn das? Scheinlogik hört sich so negativ an. Ich meine es aber gar nicht negativ. Scheinlogik heißt lediglich, dass man manchmal denkt, da ist ein Ursache-Wirkungszusammenhang und der ist aber nicht. Und so als lustiges Beispiel, man kann belegen, dass die Störche die Kinder bringen. Und zwar, wenn man eine Kurve erstellt, Rückgang der Störche in Deutschland und, Sie ahnen schon, was jetzt kommt, und dann eben auch eine Kurve bezüglich des Geburtenrückgangs erstellt, ja, dann sind die parallel. Also bringen die Störche eben doch die Kinder. Ist natürlich Quatsch. Aber das passiert sehr oft, dass man so zwei Tatsachen miteinander in Beziehung bringt, die gar nichts miteinander zu tun haben. Sie können mal darauf achten, wenn Sie Zeitungen lesen, dass da sehr oft solche Dinge miteinander in so einen Ursache-Wirkungszusammenhang gebracht werden. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht.
80% der Schulabgänger in China, Japan, Singapur und Südkorea tragen eine Brille. So, und in dem Artikel heißt es dann, Stubenhocker sind kurzsichtig, weil die Kinder nicht mehr draußen spielen, sondern vorm PC sitzen, deshalb brauchen die dann alle eine Brille. Klingt durchaus plausibel. Und ich werde Ihnen noch zeigen, Plausibilität ist durchaus etwas, womit wir punkten können. Aber ist da wirklich so ein Ursache-Wirkung-Zusammenhang? Denn Sie müssten nur ein Kind jetzt bringen, das sehr viel draußen rumtollt und trotzdem eine Brille braucht. Und damit ist klar, das ist eine statistische Wahrscheinlichkeit. Aber es ist jetzt kein Ursache-Wirkungszusammenhang. Und das machen wir aber sehr oft, dass wir in der Argumentation zwei Tatsachen miteinander in Beziehung setzen. Und das hat durchaus einen gewissen Überzeugungscharakter. Nicht? Wenn Sie beispielsweise, jetzt heute Morgen war das in der Schule, dass man sagen kann, nicht 500 Kinder waren in Frankreich, und wenn man dann guckt, wie sich die Noten verändert haben, dann sind die, die in Frankreich waren, eben jetzt, was Französisch anbelangt, besser geworden. Und kann man schon sagen, das ist ein Ursache-Wirkungszusammenhang. Vielleicht sind aber die Kinder, wenn man auch die mit einbezieht, die nicht in Frankreich waren, auch besser geworden in Französisch, weil vielleicht der Lehrer motivierender war. Und man nimmt jetzt nur die Kinder, die in Frankreich waren, aha, die sind besser geworden, dass die anderen auch besser geworden sind, wird dann von dieser Statistik nicht erfasst. Also deshalb, immer wenn jemand zwei Tatsachen miteinander in Beziehung setzt, da mal aufpassen, ob das wirklich so eine Ursache-Wirkungsbeziehung ist. Nicht, wenn ich jetzt sage, seitdem ich jogge, habe ich keine Erkältung mehr. Ja, sehen Sie? Wenn Sie joggen, hätten Sie auch keine Erkältung mehr. Das passt doch, das richtige Stichwort. Ja, ist das ein Ursache-Wirkungszusammenhang? Nee, es kann reiner Zufall sein, dass ich in den letzten 5 Jahren mich gesund ernährt habe und eben nicht mit entsprechenden Viren und Bakterien in Zusammenhang gekommen bin. Auf jeden Fall, nicht? Seitdem ich jogge, habe ich keine Erkältung mehr. Das ist Scheinlogik. Da können Sie auch sagen, seitdem ich regelmäßig in die Sauna gehe, habe ich keine Erkältung mehr. Oder seitdem ich Vitamin C schlucke, habe ich keine Erkältung mehr. Ja, da werden zwei Tatsachen miteinander in Beziehung gebracht. Da besteht durchaus eine gewisse Korrelation, aber es ist kein Ursache-Wirkungszusammenhang. Ja, wo haben wir das? Mit Persönlichkeit überzeugen. Ja, sehen Sie, ich habe den Glauben an die Macht der Sachargumente vor vielen, vielen Jahren verloren. Bei so einem Menschen. Und zwar mache ich seit 1987 auch Rhetorikseminare für Frauen. Weil ich so den Eindruck habe, Frauen und Rhetorik, da haben Frauen manchmal doch noch etwas mehr Lampenfieber und trauen sich nicht so in die Öffentlichkeit, ist also mein Anliegen. Ja, und da hatte ich auch ein Gespräch mit einem Ministerialrat in Baden-Württemberg vom Innenministerium, der für die Genehmigung solcher Seminare zuständig war. Also so jemand in der Richtung. Und ich hatte mich bewaffnet mit so einer Argumentationsliste, also mindestens 20 Argumente, die alle für Frauenseminare sprechen. Und da war ich ganz stolz, ne? So eine tolle Liste. Irgendein Argument wird doch den überzeugen. Was Sie noch wissen müssen, ich habe schon vorher fürs Innenministerium eben Rhetorikseminare gemacht. Ich war da schon bekannt. Ja, also fing ich an mit meinen Argumenten und er saß sogar so da, also so die Hände hinterm Rücken und dann ziemlich breitbeinig. Ja, also schon etwas provozierend. Und dann habe ich gemerkt, dass mich das schon beeinflusst, weil der so da saß. Und auch bei keinem Argument die Miene verzog und mal vorgekommen ist, so nach dem Motto, ja, finde ich interessant, nicht? Überzeugt mich, nee, nix. Und dann war ich mit meiner Argumentationsliste fertig und da entstand eine Pause. Er guckte so, kommt dann noch was? Kommt nichts mehr? Aha. Ja, und was hat er dann gesagt? Naja, weil Sie es sind, dann machen wir es. Sehen Sie, in dem Augenblick habe ich die Macht, nicht mehr an die Macht der Argumente geglaubt. Ne?
Ich hätte mir das alles sparen können. Ne? Wenn es an meiner Person hängt, ja, Vertrauen, Glaubwürdigkeit. Er wusste, dass ich die Frauen hier nicht zur Revolution jetzt aufhetze und das war's. Also deshalb, es ist gut, wenn Sie Argumente haben, aber letztendlich ist immer entscheidend, ob Sie als Person überzeugend rüberkommen, ob Sie vertrauenswürdig und glaubwürdig sind. Das ist immer das stärkste Argument. Ja, überzeugen durch Bilder. Irgendwann kriegen wir auf den Zigarettenpackungen auch so Bilder. Links ist eine gesunde Lunge, rechts ist so eine Raucherlunge. Ich möchte nicht wissen, wie die Lunge vom Helmut Schmidt aussieht. Der wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, das wirkt durchaus mal einen Moment, aber man gewöhnt sich an diese Bilder. Denken Sie dran, auf den Zigarettenpackungen steht ja auch, nicht? Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit und Rauchen ist tödlich. Liest das noch irgendjemand? Und wenn man gemerkt hat, das liest man überhaupt nicht mehr, deshalb dann solche Bilder. Aber wissen Sie, man kann auch die Zigarettenschachtel in eine schön gestaltete Packung stecken. Und dann sieht man diese ganzen Sachen überhaupt nicht mehr. Also auch das ist dann letztendlich nicht mehr wirkungsvoll. Aber natürlich, ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte. Also man kann durchaus durch Bilder überzeugen. Wer fragt, führt. Ja, auch ganz interessant. Denn Sie können im Grunde genommen gar niemand überzeugen. Jeder überzeugt sich selbst. Aber man kann durch Fragen jemand zu einer Überzeugung hinführen. Und da würde ich jetzt gern mal ein kleines Experiment mit Ihnen machen. Weiß nicht, sind Sie dazu bereit, so zur Auflockerung? Ja? Okay, also ist harmlos heiter. Und zwar, Sie alle haben ja einen Nachbarn oder eine Nachbarin. Wenn das von der Reihe nicht aufgeht, dann gucken Sie mal, wer hinter Ihnen sitzt. Und da finden Sie sicher jemanden. Und ansonsten hören Sie zu. Und zwar immer so zu zweit. Sie stellen sich jetzt mal gegenseitig Fragen. Alles, was Sie schon immer wissen wollten von Ihrem Nachbarn, wie verdienen Sie, wie alt sind Sie. Also Sie können alles fragen. Der Gag ist der, Ihr Nachbar oder Ihre Nachbarin darf nicht antworten, sondern muss immer mit einer Gegenfrage reagieren. Und das sollten Sie so mal eine Minute durchhalten. Wenn einer aus Versehen mal antwortet, okay, ja, ist ja nur ein Spiel. Und ich hoffe, dass Sie bei diesem Spiel so einen gewissen Aha-Effekt haben. Also, ich mache es vielleicht geschwind mal vor. Ich frage Sie was, aber wie gesagt, Sie antworten nur mit einer Gegenfrage. Wo wohnen Sie? Wohnen Sie auch in Bayern? Wieso interessiert Sie das? Weil ich ein Mensch bin. Okay. Also er könnte jetzt weiter fragen, wieso beantworten Sie nicht zuerst meine Frage? Würden Sie das auch Ihren Chef fragen? Wollen Sie mich besuchen? Was fangen Sie mit der Antwort an? Was bringt Ihnen das, wenn ich diese Frage beantworte? Und. Also probieren Sie es mal. Ich drücke mal auf die Stoppuhr. So eine Minute sollten Sie es durchhalten. Vielleicht ja, gucken Sie mal so nach links, wer da so links neben Ihnen sitzt. Dann ja, machen Sie mal. So eine Minute. Okay, gucken Sie mal. Ja. Ja, schon. Ja, also Sie können wieder den anderen erlösen oder sich erlösen. Also Sie haben sicher schon mal den Spruch gehört, wer fragt, führt. Und das haben Sie gerade gemerkt. Wir haben einen Antwortreflex. Ja, stimmt. Wir haben einen Antwortreflex.
Und deshalb kann man auch mit Fragen jemand zu einer Überzeugung hinführen. Ist doch ganz raffiniert, oder? Das ist für mich so die raffinierteste Art, jemanden zu überzeugen. Und dafür gibt es sogar ein historisches Beispiel. Und zwar vor vielen, vielen Jahren Wahlkampf zwischen Nixon und Kennedy. Und es gab ein Wahlplakat, was dem Nixon nachweislich sehr geschadet hat. Und ich zeige Ihnen dieses Plakat. Also, würden Sie von diesem Mann einen Gebrauchtwagen kaufen? So, und jetzt, nicht? Der fragt, führt, jetzt setzt er einen Denkprozess ein, dass Sie sagen, was, von dem? Nee, von dem würde ich keinen Gebrauchtwagen kaufen. Ja, und was ist dann die weitere Denke? Ja, wenn ich von dem noch nicht einmal einen Gebrauchtwagen kaufen würde, dann kann ich ja auch nicht haben wollen, dass der Präsident wird. Also, wenn Sie jemand überzeugen wollen, dann stellen Sie dem doch die richtigen Fragen. Raffiniert sind Oder-Fragen. Wer hat denn Kind oder Kinder so im Alter 3, 4 Jahre mal Handzeichen? Enkelkinder. Okay. Ja. Also, nehmen wir mal an, Ihr Enkel soll Kakao trinken. Ja, und der Enkel mag aber nicht so gerne Kakao, dann bildet sich auf dem heißen Kakao immer oben die Milch. Und ja, gut, okay, aber Sie meinen, das ist gesund und jetzt muss der Kakao trinken. Ja, wenn Sie fragen, ne, willst du jetzt hier Kakao trinken, sagt er natürlich nein. Wenn Sie aber fragen, du sage mal, nehmen wir mal an Peter, willst du den Kakao lieber aus deiner Tasse mit den Beeren drauf trinken oder aus meiner Tasse? Sehen Sie, und da ist das Kind jetzt paralysiert, das muss sich jetzt entscheiden, aus Ihrer Tasse oder aus der Tasse mit den Beeren. Und wenn Sie Glück haben, dann kommt das Kind nicht auf die Idee zu sagen, ich will aber gar keinen Kakao. Also, wie gesagt, ab einem gewissen Alter funktioniert es nicht mehr oder vielleicht auch schon wieder. Also, ich habe das bei mir schon erlebt, dass ich nach dem Essen von dem Kellner gefragt wurde, wollen Sie Vanilleeis mit heißen Himbeeren zum Nachtisch oder lieber eine Tasse Kaffee? Und dann kam ich mir ganz schlau vor, als ich gesagt habe, beides. Ich bin trotzdem in Anführungszeichen reingefallen, denn ich kam nicht auf die Idee, einen Cola zu verlangen oder einen Apfelkuchen. Oder gar nichts. Ja, oder gar nichts, ja, eben. Nicht? Natürlich, man kann gar nichts sagen oder man kann auch einen Apfelkuchen bestellen. Mir geht es nur darum, dass Sie merken, es gibt schon raffinierte Fragearten, um jemand eben da zu einer Überzeugung hinzuführen, dass man sich eben zwischen diesen beiden Möglichkeiten entscheidet und gar nicht so schnell dabei ist, jetzt eine andere Möglichkeit auch noch mit einzubeziehen. Also, wenn Sie jemand überzeugen wollen, nicht nur nach Argumenten gucken, sondern vielleicht nach solchen Oder-Fragen oder was auch mal ganz raffiniert ist, dass Sie so eine Ja-Frage-Strategie machen. So nach dem Motto, wenn man so 9-mal Ja gesagt hat auf eine Frage, dann ist man in diesem Ja-Modus und dann kann man irgendwie auch nicht mehr Nein sagen. Also gibt da schon einige raffinierte Möglichkeiten. Also, was natürlich auch immer sehr wirkungsvoll ist, und das erleben Sie ja im Verkauf, verkaufen Sie Träume. Und da gibt es auch eine Verkaufsformel, die heißt AIDA, hat also nichts mit der Oper zu tun. Attention, also Aufmerksamkeit wecken, I steht für Interest, und D steht für Desire, also Wünsche wecken, und dann das A steht für Action. Das ist für mich kein Überzeugungsprozess. Denn da wird ja mehr oder weniger das Hirn ausgeschaltet. Da werden Begierden geweckt. Gier frisst Hirn. Ja, haben wir alle erlebt, dass die Leute da wie wild in den USA Immobilien gekauft haben, die sie nicht zahlen konnten. Gier frisst Hirn. Oder wir, wenn wir einen Urlaub buchen. Ja, meine Tochter mit meinem Schwiegersohn, die sind gerade auf Hawaii. Ja, sehen Sie, wenn man Hawaii bucht, dann denkt man doch an tolles Wetter. Eben. So, und das hat sie mir heute gemeldet. Hawaii, bitte sehr. Ja.
Natürlich, ich meine, die Bäume kommen ja nicht von ungefähr, das heißt also, da muss es ja auch noch regnen. Ja, so ist das mit den Träumen, nicht? Da denkt man, man bucht da einen tollen sonnigen Urlaub und dann muss man sich mit Regenschirm bewaffnen. Aber Sie können es nicht gut sehen, ich hatte natürlich gedacht, dass es besser rauskommt. Also Sie haben nackte Beine, es ist warm dort, das auf jeden Fall. Ja, überzeugen mit Plausibilität. Das ist etwas, was schon die Sophisten erkannt haben. Und das ist gar nicht gut, dass das so ist. Denn sie überzeugen nicht zwangsläufig mit wahren Aussagen. Ich habe ja schon über das Ethos gesprochen und Vertrauen wecken, Glaubwürdigkeit, also dass man nicht schwindeln soll. Ja, und dann auf einmal das da. Man überzeugt mit Plausibilität. Sie überzeugen nicht zwangsläufig mit wahren Aussagen. Wenn das der Fall wäre, hätten wir keine unschuldig Verurteilten im Gefängnis. Wir haben aber unschuldig Verurteilte im Gefängnis. Denn heute kann man jemand auch aufgrund von Indizien einsperren. Und der Mensch hat die Wahrheit gesagt, aber man hat ihm nicht geglaubt, weil die Wahrheit nicht plausibel war. Und der Richter kann ja die Wahrheit auch nicht immer erkennen. Und der Richter, der fragt dann nach Motiven, nicht? Ist das plausibel, dass der das und das? Und ich bedauere das sehr, dass das so ist, dass man mit Plausibilität überzeugt, dass das das Allerwichtigste ist. Und deshalb, nicht, wenn Sie mal jemanden mit der Wahrheit überzeugen wollen, dann hoffe ich, dass die auch plausibel ist. Dafür ein Beispiel, wo ich mit Plausibilität überzeugt worden bin. Ich habe vor etlichen Jahren mal eine Sendung gesehen und der eine oder andere hat sich vielleicht auch schon mal dafür interessiert, wo behauptet wurde, dass eben die Amerikaner nicht auf dem Mond gelandet sind, sondern dass man da eben einen entsprechenden Film in Hollywood gedreht hat. Und was man da als Beweise anführt, hat eine gewisse Plausibilität für sich. Da gibt es so einen Fußabdruck, den man da eben im Mondsand gemacht hat. Und da sagt man dann, ja, aber nicht der Sand, das bleibt doch da nicht jahrhundertelang, das ist doch bröselig. Also ja, oder da gibt es so eine flatternde Fahne, nicht, das kann ja auch nicht sein auf dem Mond, da ist ja kein Wind und. Also das, was die Gegner sagen, das hat schon eine gewisse Plausibilität für sich. Deshalb wird es ja auch von manchen Leuten ernst genommen. Jetzt sage ich aber, wer hat denn, wir sind bei den Interessen, ein Interesse daran, zu beweisen, dass die Amerikaner nicht auf dem Mond waren, das sind die Russen. Das sind die Russen. Ja? Und wenn man einen entsprechenden Film dreht, das kann man ja nicht mit 2, 3 Leuten machen. Ja? So ein toller Film, da braucht man doch hunderte von Leuten. Und glauben Sie, dass der russische Geheimdienst das nicht mitgekriegt hätte, dass da in Hollywood ein entsprechender Film gedreht wird? Ja? Und deshalb sage ich, also, die waren auf dem Mond, weil man so einen tollen Film ja nicht eben mit 3 Leuten herstellen kann. Und das ist für mich Plausibilität. Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, der vielleicht für Sie neu ist. Und zwar überzeugen mit Topoi. Aber wie Sie sehen, das ist auch was Uraltes, ist nur ein bisschen in Vergessenheit geraten. Topoi, ich gebe zu, der Begriff ist ein bisschen schwer verdaulich, denn der Singular heißt Topos und der Plural altgriechisch ist dann Topoi. Und Topos heißt Ort. Man kann auch sagen, überzeugen mit Allgemeinplätzen, mit Stereotypen, mit Standardaussagen und zum Beweis, nicht Autoritätsbeweis, nicht auch ich arbeite damit, Aristoteles. Diese sind nämlich allgemeine Gesichtspunkte in Bezug auf Recht, Natur, Politik und vieles andere verschiedener Art. Und da sagen sie, jetzt wissen sie alles. Ja, was steckt dahinter? Nun, es stecken dahinter, ich verwende lieber den Begriff Lebensweisheiten, ja, und diese Lebensweisheiten, die sind immer plausibel. Und deshalb sind sie so wirkungsvoll. Und Sie alle kennen diese Topoi. Wir können testen, ob Sie sie kennen. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Viele Köche
Genau, es ist noch kein Meister. Ja, eine Krähe hackt der anderen. Jawohl. Alles hat seinen. Jawohl. Ehrlich wert. Ja, und das nächste ist Schwäbisch. Also, meine jüngste Tochter, die war ein bisschen schwierig, so Pubertät und so. Ja, und dann hatte ich so einen Spruch, der mich getröstet hat. Und mag der Mosch sich noch so wild gebärden, es wird am Ende doch ein Wein. Also es ist ein Wein geworden, sogar ein sehr guter Wein. Ja, und so sind Topoi wirklich eine gute Sache, weil man diesen Topoi vertrauen kann, weil sie ja Lebensweisheiten darstellen. Ja, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein und neue Besen kehren gut. Ja, wir haben gerade eine neue Mitarbeiterin in unserer Firma. Stimmt, ja, doch wir sind ganz begeistert von ihr. Ja, so ist das. Das heißt also, Sie überzeugen mit Topoi. Und die Kunst besteht jetzt darin, dass man immer jetzt für bestimmte Situationen auch so einen Topos findet. Und ich habe jetzt gerade in diesem Buch Überzeugen ohne Sachargumente, habe ich schon mal so 160 Topoi gesammelt. Und das haben die Sophisten auch gemacht. Die haben auch ganze Topoi-Sammlungen angelegt, damit sie für jeden Zweck auch einen entsprechenden Topos haben. Und so habe ich dann auch immer noch ein Thema dazu geschrieben, wo man das verwenden könnte. Und inzwischen habe ich schon 40 Topoi zusätzlich gesammelt, weil die wirklich sehr mächtig sind. Und ich kann Ihnen das auch an einem Beispiel belegen. Ein Beispiel, das leider nicht lustig ist. Und zwar gibt es einen Topos von Adenauer. In den 50er Jahren gab es mal so wieder eine Ebbe in der Staatskasse und Adenauer und seine Leute, die haben sich überlegt, wie können wir hier den Staatshaushalt wieder sanieren. Und damals wurden die Beiträge von der Rentenversicherung, die sie einzahlen, wurden angelegt, so wie die Beiträge für Lebensversicherungen. Also in Immobilien, in Staatsanleihen und Wertpapiere, also sichere Sachen. Und so wurden auch ihre Rentenbeiträge angelegt. Und jetzt der Topos. Kinder kriegen die Leute immer. Stimmt. Ne? Nickt mal mit dem Kopf, ist plausibel. Ja, und wenn die Leute immer Kinder kriegen, dann können wir doch einen Generationenvertrag machen. Dann brauchen wir doch in der Rentenversicherung überhaupt keine Rücklagen. Denn die Jungen zahlen doch immer wieder ein. Die Rentenversicherung hat Rücklagen für 2 Monate. Ja, es ist nicht notwendig. Und wenn das ganze System jetzt zusammenkracht, dann deshalb, die Leute kriegen zwar immer noch Kinder, aber nicht genug. Konnte man das in den 50er Jahren ahnen? Nein. Und deshalb, diese Topoi spiegeln nicht die absolute Wahrheit wider. Sie sind Lebensweisheiten. Und da das Leben sich ändert, sind auch manche dieser Topoi eben sehr fragwürdig. Und dann noch so ein anderer Topos, der ist aber missverstanden worden. Der Blüm, Vorname ist Norbert. Ja, der Norbert, der hat ja gesagt, die Renten sind sicher. Also auch ein schöner Topos. Und meine Damen und Herren, er hat nicht gelogen. Die Renten sind sicher. Nur wir haben etwas gehört, was er nicht gesagt hat. Er hat nämlich nicht gesagt, die Renten sind in der und der Höhe sicher. Das heißt, wenn Sie 10 Euro Rente bekommen, die Rente ist sicher. Tja, man überzeugt mit Plausibilität oder man denkt nicht genug nach, ob denn tatsächlich dieser Topos wahr ist. Es gibt aber nicht nur jetzt antiquierte Topoi, sondern es gibt auch moderne Topoi. Gorbatschow, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Tja, als der Jelzin in Moskau die Macht übernommen hat, hatte er eben Urlaub an der Krim gemacht. Dumm gelaufen. Tja, eben. Tja. Oder selbst der letzte Partner,
Der letzte Papst Benedikt hat auch ein Topos kreiert. Natürlich unbewusst, aber er hat einen kreiert. Und zwar wollten die Protestanten wieder Verhandlungen mit den Katholiken aufnehmen. Und der Papst Benedikt, der hatte daran kein Interesse und hat gesagt, Glaube ist keine Verhandlungssache. Hat er recht. Ja. Und das war ein Totschlagargument. Man hätte jetzt als protestantische Kirche sagen können, Moment, es geht nicht um Glauben, es fragen soll, es geht von mir aus um Rituale. Aber das war damit erledigt. Ja, also mit Plausibilität überzeugen. Und jetzt komme ich zu einer etwas ketzerischen Frage. Kann man Menschen überhaupt überzeugen? Ich vermute mal, Sie sagen, ja, kann man. Machen wir dazu auch mal ein kleines Experiment. Und da können Sie sehen, wie fit Sie noch heute Abend sind. Ist ja schon ein bisschen fortgeschritten. Und zwar sagen Sie doch mal mit mir zusammen 10-mal Blut. So, 1, 2, 3, 5, Blut. Und dann werde ich Ihnen 2 Fragen stellen. Und die mögen Sie bitte im Chor beantworten. Und dann wissen wir, wie fit Sie sind. Also, dann sagen Sie mal mit mir zusammen Blut, 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 jo. Was fließt in Ihren Adern? Bei was gehen Sie über die Ampel? Also einer hat grün gesagt, ja, aber der kannte die Geschichte schon. Ja, Sie haben natürlich gemerkt, dass ich Sie reinlegen will, ne? Klar. Und deshalb waren Sie ja stolz auf sich, dass Sie bei der Frage, bei was gehen Sie über die Ampel, nicht Blut gesagt haben. Aber sehen Sie, wenn man 10-mal Blut sagt, dann hat man ja die Vorstellung rot, hat man ja im Kopf. Und deshalb ist es ganz logisch, wenn man dann spontan antwortet, dass dann eben rot kommt. Zumal das ja auch bisweilen stimmt. Ah, das kommt ja noch dazu. Also, wir sind uns darüber im Klaren, das war kein Überzeugungsprozess, da habe ich Sie schlicht und ergreifend überrumpelt. Ein Überzeugungsprozess, der hat eher Ähnlichkeit mit einem Trichter. Das heißt, dass Sie einen Prozess in dem anderen auslösen können. Das haben Sie ja auch vorhin schon gemerkt bei Fragen, wer fragt, führt. Das heißt also, Sie können gar niemand überzeugen, denn letztendlich überzeugt sich jeder selbst. Und das ist natürlich ein bisschen dumm, ne? Da geben Sie sich so Mühe mit den Argumenten und irgendwann muss doch der sagen, jawohl, das ist es, klasse und super. Nee, Sie können jemanden nur zu einer Überzeugung hinführen. Und der andere muss sagen, jawohl, mache ich oder mache ich eben nicht. Und deshalb dauern Überzeugungsprozesse auch manchmal lange, weil der andere nicht immer so spontan bereit ist, da seine Überzeugung, die er vielleicht hat, aufzugeben, eine andere anzunehmen. Ich werde trotzdem davon sprechen, dass wir andere Menschen eben mit dem und dem überzeugen, aber mir ist es nochmal ganz wichtig, auch für Sie, dass Sie sich nicht jetzt grämen, wenn Sie mal nicht überzeugen, denn der andere, der muss letztendlich sagen, jawohl, denn das läuft ja über das Hirn des anderen und ja, deshalb alles andere, wo der eben eingesperrt wird, so wie ich Sie ja gerade überrumpelt habe, da war der Trichter unten zu, das ist dann eben kein Überzeugungsprozess. Aber wenn Sie es geschickt anstellen, dann kann man das tatsächlich so mal bei sich auch entdecken. Also ich habe vor ein paar Jahren, habe ich mir so einen Flachbildschirm gekauft. Und ich bin ja schon Jahre vorher um die Dinger rumgeschlichen, weil mein alter Fernsehapparat, naja, so ein riesiges Ding und so, nicht? Und ach ja, so was Leichtes und überhaupt und groß und so. Und wenn ich in so einen Mediamarkt reingegangen bin, ich bin ja erschlagen worden von diesen Flachbildschirmen, nicht? Überall diese Flimmerkisten und niemand weit und breit, der mir hilft. Ich war ja durchaus willens zu kaufen, aber okay. Aber irgendwann war der Zeitpunkt da, wo der alte Fernsehapparat eben
jetzt die Lautstärke nicht mehr richtig, das ließ sich nicht mehr richtig einstellen, also gut. Und dann bin ich auch etwas hartnäckiger geblieben und habe gewartet, bis da irgendjemand dann kam, um mich da zu beraten. Und das war wirklich trichterförmig. Und im Grunde genommen nur durch Fragen hat der mich zu einer Entscheidung geführt. Die erste Frage war so, wie weit weg sitzen Sie denn von dem Fernsehapparat? Um eben herauszufinden, wie groß sollte der denn höchstens sein. Dann natürlich irgendwann die Frage, was soll er denn kosten? Und dann soll der internetfähig sein und, und. Naja, und am Ende blieben noch zwei Flachbildschirme übrig. Der eine, der hatte so einen Drehfuß, konnte man leicht drehen, und der andere hatte keinen Drehfuß. Das heißt, wenn ich im anderen Sessel sitze, dann hätte ich eben den Flachbildschirm immer rumdrehen müssen. Wäre ja gegangen, die sind ja nicht so schwer. Und dann habe ich mich für den entschieden mit Drehfuß. Und das war genau so ein Überzeugungsprozess, wo ich gemerkt habe, wer fragt, führt. Und dann war es am Ende ganz einfach. Also bauen Sie so Ihre Überzeugungsstrategie, wenn die Auswahl groß ist, bauen Sie die trichterförmig auf. Was sind denn so die einzelnen Phasen? Jemand zum Zuhören motivieren, Argumentationsphase, dann kommen natürlich Zweifel, Einwände, Einwände angemessen behandeln und dann haben Sie noch Wiederholen und Verstärken der Pro-Argumente. Und wenn Sie jetzt fragen, und wann ist er jetzt überzeugt, dann sage ich natürlich, jeder überzeugt sich selbst. Und damit das etwas spannender wird für Sie, dachte ich, bringe ich mal dafür ein Beispiel. Da wollen Sie einen Kollegen dazu bringen, dass er Ihnen immer pünktlich zum Monatsende Daten liefert. Sie müssen vielleicht einen Monatsbericht machen und dann müssen von allen Leuten Daten einsammeln. Und manche Leute, die sind da nicht so ganz zuverlässig. Und nehmen wir mal an, Sie wollen so jemand überzeugen. Welche Möglichkeiten haben Sie? Erste Phase mal, den Menschen zum Zuhören motivieren. Vielleicht haben Sie da eine frohe Botschaft. Ja, wenn Sie jetzt etwas haben, wo Sie ihn zum Zuhören motivieren, irgendetwas, was er gerne hört, ja, wenn der im Verkauf ist, dann können Sie sagen, oh, der Umsatz ist um 10% gesteigert worden. Also eine gute Nachricht. Denn wenn der nicht von seinem PC aufschaut, dann können Sie ja alles, was Sie sagen, vergessen. Also der muss Ihnen erst einmal sein Ohr schenken. Dann Argumentationsphase, mit Speck fängt man Mäuse, ist auch wieder ein Topos, ja. Und was könnten Sie da als Argumente bringen? Naja, Sie könnten ganz konkret werden, angenommen Sie backen gerne. Und da backen Sie solche tollen Sachen und der Kollege, der steht auf sowas. Sehen Sie, und dann können Sie ihn jocken. So nach dem Motto, also wenn ich Ihre Daten immer pünktlich zum Monatsende bekomme, dann kriegen Sie auch von mir jedes Mal sowas. Ja, sowas ganz Leckeres. Ja, Sie werden sagen, ist doch banal. Aber so ticken wir. Wenn der Mensch eben sowas gerne mag, dann kriegt er das zur Belohnung. Und sehen Sie, ein Verhalten, das belohnt wird, das wird öfter gezeigt. Naja, ist doch eine Win-Win-Situation. Er freut sich, liefert ihm die Daten rechtzeitig. Ja, also mit Speck fängt man Mäuse. Deal anbieten, das geht auch. Natürlich. Vielleicht fahren Sie jeden Abend mit dem Auto am Bahnhof vorbei und er fährt eben immer mit dem Bus zum Bahnhof, weil er von da aus noch mit dem Zug fahren muss. Sehen Sie? Und es macht doch für Sie überhaupt keinen Unterschied, ob Sie ihn jetzt mitnehmen und zum Bahnhof fahren, da ist er vielleicht 10 Minuten eher da, muss nicht im Regen auf den Bus warten. Also es ist für Sie überhaupt kein Aufwand. Aber Sie sind ein guter Mensch und er liefert Ihnen die Daten rechtzeitig, weil Sie ihn eben ab und an mal zum Bahnhof mitbringen, wenn Sie mitnehmen, wenn Sie gerade mal zur gleichen Zeit unterwegs sind. Also ein Deal, immer so auf Gegenseitigkeit. Wenn Sie ihm was Gutes tun, dann gerät er sozusagen im Zugzwang. Das ist ja auch die Macht von Werbegeschenken. Deshalb nehmen wir ja oftmals Werbegeschenke gar nicht gerne an, weil wir genau wissen, wenn wir da irgendwas probieren, nicht, dann wird auch von uns erwartet, dass wir das dann auch kaufen. Also das ist das mit der Reziprozität.
Also Deal anbieten ist sehr machtvoll, wenn man jemand eben dazu bringen will, dass er die Daten rechtzeitig liefert. Angst machen funktioniert natürlich auch. Na klar, nicht? Sie könnten ihn ja beim Chef verpetzen, ne? Oder Sie könnten auch ein Horrorszenario entwickeln, was eben passiert, wenn Sie den Bericht nicht rechtzeitig abliefern, dann kriegt er mordsmäßig eins auf den Deckel. Ja. Oder Sie könnten ihm auch die Folgen aufzeigen. Sehen Sie, es gibt noch so einen schönen Topos, Penetranz bringt Wirkung. Sie sagen, also, wenn Sie mir die Daten nicht immer pünktlich liefern, dann werde ich anfangen, am 25. jedes Monats Sie jeden Tag mindestens dreimal anzurufen. So, und sehen Sie, der muss den Hörer schon gar nicht mehr abheben. Der sieht schon Ihre Nummer auf dem Display. Also, mit freundlicher Penetranz, die könnten auch sagen, ich komme dann, ab dem 25. komme ich jeden Tag mal in ihr Zimmer und dann schauen wir mal, ob ich da nicht doch die Daten kriege. Und das können Sie sehr freundlich machen. Ja, ja, eben. Also, Folgen aufmerksam machen. Der andere muss nur wissen, Sie meinen es ernst. Sie bleiben dran. Freundliche Hartnäckigkeit. Sie müssen da gar nicht böse gucken. Sie müssen nur ein bisschen penetrant sein. Und dann kriegen Sie das, was Sie wollen. Und das ist ja nun wirklich kein Sachargument. Aber das ist es eben, dass wir nicht immer Sachargumente brauchen. Ja, an Zuverlässigkeit appellieren, das ist doch wieder etwas Positives, dass Sie sagen, Sie sind doch ein zuverlässiger Mensch und Ihnen kann man doch vertrauen und. Also mit Lob kriegt man auch jemand dazu, wenn die anderen, die vielleicht von dem auch was wollen, eben nicht gelobt werden, ne, dann haben Sie die Nase vorn. Oder, das glaube ich, das ist am wirkungsvollsten, aber nicht sehr nett. Wenn der Kollege das nicht tut, was Sie wollen, dann soll er das doch bitte schriftlich begründen. Einfach eine E-Mail schicken, warum er das nicht machen kann. Wird er Ihnen diese E-Mail schicken? Vermutlich nicht. Eben. Da kriegen Sie dann eher die Fakten. Also das meine ich, das ist ein sehr mächtiges Instrument, wenn er Ihnen das schriftlich sagen soll, warum er das nicht schafft, diese Daten immer rechtzeitig zu liefern. Ja, sehen Sie, das ist die liebe Penny, leider letztes Jahr verstorben. Aber können Sie einem treuen Hundeblick widerstehen? Nein, eben. Das heißt, Sie bitten den Kollegen mit all Ihrem Charme, der Ihnen zur Verfügung steht, dass er Ihnen doch bitte sehr die Daten immer pünktlich liefern soll. Vielleicht funktioniert's. Ja, auf jeden Fall merken Sie nicht, Sie können da keine Daumenschrauben anlegen und die zwingen. Das muss der schon machen und da müssen Sie ihn hinführen. Und das sind ja alles keine Sachargumente. Aber sehen Sie, das Überzeugen, das funktioniert eben nicht immer nur auf der Basis von Sachargumenten. Man muss den anderen auch menschlich packen. Ja, und dann gibt es noch was, so Schallplatte mit Sprung. Ja, dass sie eben immer dasselbe sagen. Ich meine, die Werbung ist ein Kind der Rhetorik. Und was macht die Werbung? Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Sie alle kennen Seitenbacher. Müsli. Sie kennen auch das Bergsteiger-Müsli, gell? Ja, ja. Und selbst die Kinder, ich habe ja heute Morgen in der Schule gesprochen, selbst die Kinder kennen Karglas, obwohl die damit gar nichts zu tun haben. Ne? Das ist die Macht der Werbung, natürlich. Oder wenn Sie jetzt ein Geschenk aussuchen sollen für einen Bekannten und Sie wissen, der trinkt gerne Kräuterlikör. Ja, Sie kennen da Kräuterlikör, mögen den auch nicht. Und da gehen sie in ein Geschäft und da werden sie erstmal erschlagen von dieser ganzen Auswahl Kräuterliköre. Naja, was werden sie vermutlich kaufen? Jägermeister, weil sie den kennen.
Und man schafft eben auch Vertrauen über einen Bekanntheitsgrad. Die anderen kennen sie nicht, die mögen besser sein, die mögen auch preiswerter sein, aber wenn man sich nicht auskennt, also ich nehme Jägermeister nicht, das wird schon etwas rechts sein. Ja, so ist das. Also man kann durch Wiederholung auch Vertrauen aufbauen und Sie wissen ja, Vertrauen ist das wichtigste Überzeugungsargument. Ja, dann kommen wir doch zu dem Thema Einwände. Man denkt immer, wenn man jetzt jemand überzeugen möchte und es kommen Einwände, dass man dann schon einpacken kann. Das ist nicht so. Es hängt immer davon ab, was das für Einwände sind. Und deshalb sage ich auch, es kommt darauf an, Einwände angemessen zu behandeln. Denn Sie können nicht alle Einwände entkräften. Wenn jemand sagt, das Produkt kostet so und so viel, das ist eine Tatsache. Es ist aber die Frage, ob der Kauf am Preis scheitert. Das ist die Frage. Denn alles hat seinen Preis und wir sind auch bereit, einen Preis zu zahlen, auch wenn etwas zu teuer ist. Das sagen Sie auch als Einwand, das ist mir zu teuer. Okay, vielleicht kann man Ihnen Rabatt einräumen, dann sieht es wieder anders aus. Aber wenn man dagegen sagt, ja, Qualität hat ihren Preis und da haben sie auch wirklich was Besonderes. Denken Sie, meine Damen, an Kosmetikprodukte. Da sind ja manche so Antifalten. Ne? Ich habe auch so was Teures immer, nicht in der Hoffnung, dass die Falten nicht so bald kommen, aber hilft nicht. Aber ist trotzdem nicht, weil ich eben an so ein teures Produkt mehr glaube, wie an was von Aldi. Das ist doch blöd. Ist doch blöd, aber so ticken wir nun mal. Etwas, was teuer ist, muss gut sein. Das ist aber nicht so. Und deshalb nicht, wenn eben Sie sagen, das ist aber schweineteuer. Wenn man Ihnen auf der anderen Seite eben zeigen kann, alles hat seinen Preis und Vertrauen wecken kann, dann ist der Preis nicht das Hauptkriterium, woran das scheitert. Wenn die anderen Sachen eben, die Sie daran reizen, überwiegen. Sie können auch Einwänden zustimmen, indem Sie sagen, ja stimmt, das Produkt ist tatsächlich teurer wie jetzt ein vergleichbares Produkt, nicht? Und dann machen Sie weiter mit allerdings, mache ich Sie darauf aufmerksam, dieses Produkt bietet Ihnen dann eben auch noch das und das und das. Ja? Also Sie setzen einfach einen Vorteil daneben. Ja, was können Sie jetzt noch tun? Das war ja jetzt die vierte Phase. Ja, letztendlich Ihre wirkungsvollsten Argumente wiederholen und verstärken. Denn man glaubt immer, wenn man ein gutes Argument einmal gebracht hat und man hat auch gemerkt, das ist schon bei dem anderen angekommen, heißt das noch nicht, dass der das dauerhaft gespeichert hat. Das sind zwei Sachen. Nicht? Sie hören ja heute Abend auch sehr aufmerksam zu. Sie verstehen auch alles, was ich sage. Nur könnten Sie den Vortrag dann heute Abend wiederholen? Nein, weil Sie gar nicht die Zeit haben, solche Dinge immer zu speichern. Ich müsste nach jedem wichtigen Punkt mal Pause machen, so mindestens 2 Sekunden. Okay, und dann der nächste Punkt. Es wäre entsetzlich, es geht nicht. Das heißt also, die Argumente, von denen Sie gemerkt haben, die sind angekommen, müssen Sie wiederholen. Und deshalb ärgern Sie sich bei der nächsten Besprechung bitte nicht darüber. Wenn Sie einen wichtigen Punkt das letzte Mal schon in der Besprechung angebracht haben, niemand hat reagiert, jetzt kommt jemand anders, bringt das gleiche Argument vor und auf einmal finden das alle toll. Ja, weil Sie es zum zweiten Mal hören und vielleicht ist dieser Mensch dummerweise auch noch ranghöher. Tja, und denken Sie daran, Autoritätsbeweis, nicht? Das heißt, wenn der Chef was sagt, das wird für wichtiger erachtet, als wenn das jemand sagt, der nicht so lang in der Firma ist, der dann auch noch jung ist. Nicht nett, aber so ist es. Also wiederholen und verstärken. Ich möchte nochmal das Thema nehmen, Umgang mit Einwänden. Nehmen wir mal an, Sie arbeiten im Reisebüro und Sie sollen eine Kreuzfahrt nach Norwegen verkaufen. Und da kommt jemand rein und
will nach Spanien. So. Und sie fragen, warum muss das unbedingt Spanien sein? Und dann sagt er, ja, ich möchte gern braun werden und so. Und da ist ja jetzt um die Jahreszeit noch sonnig. Und sie gucken den so ganz mitleidig an und sagen, na, wissen Sie, so UV-Strahlung und so, nicht? Denken Sie an Hautkrebs. Ja, gut, okay. Naja, aber in Spanien so Paella und Fischgerichte und so, das ist doch immer, ach, super. Und wenn sie dann sagen, da gab es aber in den letzten Monaten Fischvergiftung, sind 3 Menschen gestorben, ne? Ja, gut, okay. Ja, aber Spanien ist doch so preiswert. Ja, also da kriegt man doch noch was für den Euro. Ja, jetzt können Sie dann wieder sagen, wissen Sie, das war vor 20 Jahren mal. Jetzt? Nee, Spanien ist teuer geworden. Teuer, teuer. Ja, und dann ist der junge Mann ganz traurig, geht aus dem Laden raus und kauft sich für das Geld eine Schrankwand bei Ikea. Sie überzeugen nicht durch das Entkräften von Einwänden, sondern was müssen Sie machen, wenn der sagt, er will nach Spanien? Nein, dann fragen Sie, warum? Dann sagt er, Sonne und so. Und dann sagen Sie, ja, sehen Sie, wir haben hier ein tolles Angebot nach Norwegen. Und wissen Sie, die Solarien auf dem Schiff, die sind kostenlos. Da können Sie gefahrlos braun werden. Ja? Okay? Dann sagt er, ja, aber Paella und so weiter, nicht? Und dann sagen Sie, ach, Sie essen gerne Fisch. Naja, das ist ja toll, sehr toll. Sehen Sie, dort auf dem Kreuzfahrtschiff, da kriegen Sie frischen Hummer und Lachs, fangfrisch, wirklich, können Sie zugucken, wie die den angeln. Ja, das ist doch was. Ja, und wenn der dann sagt, naja, aber so ein Kreuzfahrt, das ist doch schweineteuer, ne? Und Spanien ist doch billig, wenn Sie dann sagen, nee, also wir haben da so ein tolles Angebot, wissen Sie was, da buchen Sie doch dieses Jahr die Kreuzfahrt nach Norwegen. Und Spanien, ja, vielleicht haben wir nächstes Jahr ein tolles Angebot für Spanien. Aha. Ich kann Ihnen sagen, selbst wenn ich das jetzt sehr überzeugend dargestellt habe, woran unter Umständen dieser Überzeugungsversuch, den nach Norwegen zu locken, scheitern wird, wenn er eine Freundin in Spanien hat. Aber vielleicht können Sie dann 2 Kreuzfahrten verkaufen. Dann machen die gemeinsam die Kreuzfahrt nach Norwegen. Wer weiß. Also lassen Sie sich nicht einschüchtern, wenn da Einwände kommen. Setzen Sie Vorteile daneben und dann schauen wir mal. Ich habe auch so ein Erlebnis gehabt. Und zwar mein verstorbener Mann und ich, wir wollten uns vor etlichen Jahren mal ein Haus kaufen. Und da hatten wir auch den Traum, das Haus sollte einen Kamin haben. Das fanden wir beide toll. So, da haben wir den armen Immobilienmakler zur Verzweiflung getrieben. Der hat uns dann mal ein Haus mit Kamin gezeigt. Okay, aber da passte irgendwas anderes nicht oder das war zu teuer und irgendwas. Okay, dann hat er uns auch Häuser gezeigt ohne Kamin, aber da hat auch irgendwas nicht gestimmt. Also gut, okay. Aber dann hatte er irgendwann mal ein Objekt, da passte alles, auch der Preis. Aber das Haus hatte keinen Kamin. Ja, und dann hat uns der gute Junge mit Plausibilität, hat er uns ausgetrickst. Was hat er nämlich gesagt? Ach, wissen Sie, ein Kamin, den können Sie doch noch später einbauen. Hä? Jetzt haben Sie doch das Haus, was Sie wollen, und Kamin können Sie später einbauen. Gucken Sie mal da in die Ecke, da wird er doch wunderbar hinpassen. Haben sich mein Mann und ich angeguckt und gesagt, ja, da könnte er hinpassen. Also, dass man für so einen Umbau eine Baugenehmigung braucht, die Nachbarn müssen einverstanden sein, das hat er natürlich nicht gesagt. Und haben wir in dieses Haus irgendwann mal einen Kamin eingebaut? Nein, nein, wir haben stattdessen einen Tischkamin gekauft, ne? So mit künstlichem Feuer hat es auch getan. Ja, sehen Sie, also deshalb lassen Sie sich nicht verunsichern, wenn da so Einwände kommen. Mit Plausibilität haben Sie dann immer noch eine Chance, auch diesen Einwand dann, diesen Einwand beiseite zu bringen. Und ich erinnere Sie daran, dass Sie, das ist das Zeichen für Kröte, eine Kröte muss man immer schlucken, das ist auch ein Topos. Sie alle wohnen nämlich auch in einem Haus oder in einer Wohnung, wo irgendetwas nicht stimmt. Und das haben Sie schon beim Einzug gewusst. Und sie haben auch gemeckert und haben gesagt,
die Küche ist mir zu klein oder ich hätte gern Südbalkon, keinen nach Westen oder da sollte die Straßenbahnhaltestelle gleich in der Nähe sein und. Das haben sie gesagt. Ja? Eine Kröte muss man immer schlucken. Das ideale Objekt gibt es eben nicht und deshalb hängt es immer davon ab, was kommen da für Einwände und wenn die nicht so gravierend sind, dann kauft man oder mietet das Objekt trotzdem. Also sich nicht erschrecken, wenn da Einwände kommen. Ja, Einwände oder Vorwände, das ist auch noch was Interessantes. Da bringt der andere Einwände und das sind Vorwände, hinter denen sich jemand versteckt. Vor vielen, vielen Jahren habe ich beim Stadtbummel in einem Geschäft ein tolles Kostüm entdeckt. Und im Prinzip war das ein teurer Laden. Und da war ich ganz erstaunt, dass das Kostüm so preiswert war. Dachte ich, na, also das kaufst du, Schnäppchen. Also ich reingegangen, Kostüm anprobiert und dann habe ich gemerkt, ich hatte mich wohl beim Preis verguckt. Das war nämlich schon schweineteuer. Aber gut, jetzt war ich schon mal in diesem teuren Laden. Und Verkäuferin hat gefragt, passt, ja, passt, nicht? Aber es war mir zu teuer. Habe ich das gesagt? Nein, ich habe mich geniert. Sondern ich habe dann gesagt, ja, aber die Farbe, ne? Ja, ne, das macht mich so blass. Ne? Naja, brachte die natürlich das Kostüm in einer anderen Farbe. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe aber keine passende Bluse dazu. Es war ja noch döver, ne? Da kam man mit 10 Blusen an. Ach, dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ob mein Mann und können Sie mitnehmen, ne? Dann soll Ihr Mann sagen, ob es ihm gefällt. Also ich war da irgendwie in die Enge getrieben worden. Ich habe Vorwände gebracht. Also heute würde ich dann schon mal sagen, kann man vielleicht am Preis was machen? Ne? So können Sie mal Ihre Chefin fragen. Ne? Ist ja schon Saison fast rum, aber das habe ich mich damals nicht getraut. Und die Verkäuferin hat mir das auch nicht als Angebot gemacht. Die hätte das ja auch checken können, dass ich mich da hinter solchen Vorwänden verstecke. Die hätte ja auch sagen können, soll ich mal fragen, ob wir da einen gewissen Rabatt einräumen können? Hätte sie ja sagen können, hat sie aber nicht. Und deshalb mache ich Sie darauf aufmerksam, wenn der andere, den Sie überzeugen wollen, wenn der Einwände bringt, sind das wirklich die echten Einwände oder sind das nur Vorwände? Und das zu erkennen ist ziemlich schwierig, denn Sie sind ja kein Hellseher, Sie können ja nicht in den anderen hineingucken. Und da braucht man schon so ein gewisses Gespür dafür. Sehen Sie, es kann manchmal so ein Überzeugungsprozess daran scheitern, dass der andere ein Problem hat, weil er das sich überzeugen lassen als Nachgeben interpretiert. Der gönnt Ihnen nicht den Triumph, ja, dass Sie ihn überzeugt haben. Ich habe sowas auch mal erlebt. Da habe ich dem Menschen den Triumph auch nicht gegönnt. Und zwar wollte ich einen Wäschetrockner kaufen. So. Und es gibt zwei Sorten von Wäschetrocknern. Die einen, die haben so einen Schlauch und da wird die feuchtwarme Luft rausgeführt, halt in die freie Luft, durchs Fenster raus und so. Und die Wäschetrockner, die sind preiswerter, trocknen schneller, sind also energiesparender. Also so ein Ding wollte ich haben. Ich habe aber eine Zeichnung gemacht und laut Zeichnung war zu erkennen, da wo ich den Wäschetrockner hinstellen will, da braucht man einen 3 Meter langen Schlauch. Gut, also ich bin in das Geschäft reingegangen, habe gesagt, ich will da so einen Wäschetrockner und. Naja, und der Verkäufer wirft so einen Blick auf die Zeit, auf meine Zeichnung da und dann kam so das gute Frau, ne? Aha, gute Frau. Ne? Sie sehen doch selbst, dass Sie da einen Schlauch brauchen, der 3 Meter lang ist. Habe gesagt, ja, sehe ich, bin ja nicht blöd. Ne? Ja, aber die Schläuche da bei den Wäschetrocknern, die sind immer nur 1,80 lang. Habe gesagt, nein, ich brauche ja das Ding nicht gleich heute. Ja? Also dann bestellen Sie halt einen Schlauch, der 3 Meter lang ist. Wo ist das Problem? Dann sagte der wieder, gute Frau, da kondensiert Ihnen doch der Dampf in diesem Schlauch. Ne? Und der hat da zu wenig Gefälle und das geht ja nun gar nicht.
Also Sie brauchen einen Kondensationstrockner. Habe ich mich da überzeugen lassen? Grundsätzlich ja, aber nicht von dem. Also ich bin aus dem Geschäft rausgegangen, habe gesagt, überlegst du mir nochmal. Ne? Ja, und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, dann brauchst du halt einen Kondensationstrockner. Und dann bin ich ins nächste Geschäft gegangen, freudestrahlend, habe gesagt, grüß Gott, ich hätte gern einen Kondensationstrockner. Und der war sogar noch 100 D-Mark billiger wie der in dem anderen Geschäft. Ja? Also, wenn Sie jemand so verunsichern, nicht, dann seien Sie vorsichtig. Der ist in der Phase, ist der wie so ein rohes Ei und deshalb nicht zu früh triumphieren. Wenn er nicht so frühzeitig triumphiert hätte, dann hätte ich ja gegebenenfalls auch einen Kondensationstrockner gekauft, aber bei dem nicht. Also Einwände oder Vorwände, dass die da mal wachsam sind und nicht immer glauben, dass die anderen immer Einwände bringen, sondern manchmal sind es Vorwände, hinter denen man sich versteckt. Einwände sind trotzdem positiv, denn Sie wissen dann, der andere hat nicht nur einfach so zugehört, der hat sein Hirn eingeschaltet. Und damit haben Sie eine Chance, den doch zu überzeugen, weil Überzeugungsprozesse auch so eine Eigendynamik entwickeln. Also im Grunde genommen muss man nur jemand in seiner bisherigen Meinung verunsichern. Würden Sie jetzt noch einen VW kaufen? Eben. Ja, alle, die jetzt VW fahren, sind verunsichert. Einmal, ob sie so im Modell fahren, was da eben jetzt wieder zurück in die Werkstatt muss. Und nee, da sind sie verunsichert. Im anderen Fall, wenn Sie mit Ihrem VW bisher zufrieden waren, also ich habe früher auch immer mit Leidenschaft Golf gefahren, da kam ich auch nicht auf die Idee, eine andere Marke zu kaufen, weil ich ja zufrieden war. Das heißt also, wenn man seine Meinung ändert, dann geht das immer über diesen Verunsicherungsprozess. Und das nennt man kognitive Dissonanzen. Und diesen Prozess, den führen Sie so lange fort, bis Sie zu einer Entscheidung kommen. Und ich kann Ihnen sagen, warum ich jetzt einen VW kaufen würde. Billiger. Einmal billiger. Das ist aber nicht das, was mich jetzt überzeugen würde, sondern ich sage mir, die können sich jetzt nichts, aber gar nichts mehr in dieser Beziehung leisten. Und ich meine, davon hängen ja nur deutsche Arbeitsplätze ab und so. Also ich würde gerade jetzt einen VW kaufen. Also man kann es eben drehen und wenden, wie man will. Man kann auch sagen, nee, jetzt warten wir mal ab, was da noch so alles hochkommt und die sind für mich erst einmal erledigt. Klar, ist Ihre Entscheidung. Also auf jeden Fall, Einwände sind gar nicht so negativ. Man kann auch erkennen, aha, der ist schon mal auf jeden Fall in seiner Meinung verunsichert. Zeit einplanen. Tja. Viele junge Leute leben oft jahrelang zusammen und nach Jahren heiraten die plötzlich. Ist aber kein Kind unterwegs, so für Außenstehende überhaupt nicht zu erkennen. Wieso heiraten die jetzt? Vielleicht verraten sie es, vielleicht sagen sie auch nichts. Das ist ein Prozess, der dauert oft sehr lange. Oder überlegen Sie, ich vermute mal, dass die meisten von Ihnen eine Lebensversicherung haben. Wann haben Sie die denn abgeschlossen? Das ist ein Prozess. Eben. Und irgendwann, wenn man mal hier sesshaft wird und Familie gründet und Häusle kauft, ja, es ist ein Prozess. Und deshalb seien Sie nicht überrascht, wenn Sie eben merken, der andere braucht Zeit. Überzeugungsprozesse, je nachdem, um was es sich handelt, können aber auch sehr schnell ablaufen. Mich hat mal in einem Rhetorikseminar eine Imkertochter davon überzeugt, deutschen Imkerhonig zu kaufen. Ja, und damals hatten wir eine junge Familie und was war das überzeugende Argument? Plausibel war es. Sie hat nämlich gesagt, Frau Fey, was kostet ein Pfund Wurst und wie lange reicht das? Und was kostet ein Pfund Honig und wie lange reicht der? Ja, wesentlich länger, sehen Sie. Und das war ein Überzeugungsprozess, rucki zucki. Aber gut, da musste ich ja auch nicht groß in meiner Meinung verunsichert werden.
Und wenn ich für die Weihnachtsbäckerei Honig brauche, ja, den kaufe ich dann beim Aldi. Aber aufs Brot kommt nur guter deutscher Imkerhonig. Sehen Sie, so hat das seine Auswirkungen, wenn man Seminare macht. Da wird man von allen möglichen Sachen überzeugt. Was trägt also zum Überzeugungserfolg bei? Ja, das ist die Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Das ist die Basis von allem. Nutzen bieten, also was bringt das für den anderen für Vorteile, wenn er das macht, was ich gerne hätte? Emotionen zeigen und wecken. Menschenkenntnis, haben Sie gemerkt, ist ganz, ganz wichtig. Zeit einplanen, Interessen befriedigen, plausibel argumentieren und, ich habe es ganz bewusst genannt, eine gewisse Sachkenntnis. Also Schaden tut es nicht, aber Sie werden gemerkt haben, die meisten Argumente, die ich heute gebracht habe, erfordern keine Sachkenntnis. Und selbst bei ernsthaften Themen, wenn Sie jetzt mit jemandem diskutieren über Kernenergie und Sie haben was gegen Kernenergie, da brauchen Sie kein Physiker zu sein, um ein wirkungsvolles Argument zu bringen. Dann sagen Sie, Technik ist nie absolut sicher. Stimmt's oder habe ich recht? Sehen Sie? Eben. Kernenergie ist nie absolut sicher, ja, weil Technik eben nie sicher ist. Und da kann der andere noch so anstinken und sagen, ja, man muss mit dem Restrisiko leben, ne? Restrisiko. Ich habe keine Lust, mit dem Restrisiko zu leben. Denn so ein Ding kann morgen hochgehen. Das muss nicht in 10.000 Jahren passieren. Und das ist Plausibilität. Und wenn Sie da den entsprechenden Topos haben, ja, eben, das kann man nicht entkräften. Man kann höchstens etwas zynisch werden und den Topos durch einen anderen Topos angreifen, indem man sagt, Leben ist Risiko. Ist ein Topos. Ich meine, wenn wir nicht bereit wären, gewisse Risiken einzugehen, Autofahren ist ja auch schon eins, nicht? Ja, dann würden wir ja heute noch in Höhlen wohnen. Ja, Leben ist Risiko. Und deshalb eben Kernenergie und Restrisiko. Ja. Also Sie merken, man kann beide Seiten plausibel begründen und Sachkenntnisse sind nicht notwendig, um in einer Diskussion auch mal die Nase vorn zu haben. So, ich habe Ihnen noch einen Topos. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Suchen Sie also nach Argumenten, die die andere Person überzeugen. Und das sind manchmal Argumente, die Sie überhaupt nicht so richtig überzeugen. Also ein Seminarteilnehmer, der hatte jetzt keine eigenen Kinder, hatte aber eine ganze Reihe von Nichten und Neffen. Und die Jüngste, die Karin, die lag ihm besonders am Herzen und um die hat er sich auch öfter gekümmert. Und dann ging es darum, ob die Karin aufs Gymnasium gehen darf. Ja, und dieser Seminarteilnehmer hat sich dafür die Emanzipation der Frau stark gemacht und hat versucht, seine Schwägerin zu überzeugen. Und die Karin, die ist doch schlau und hat doch gute Noten und überhaupt. Und die Lehrerin ist auch der Meinung, das und so weiter. Irgendwie hat das nicht gefruchtet. Die Schwägerin hatte gewisse Bedenken, weil sie nämlich mal das Gymnasium abgebrochen hatte. Weil sie eben in der Pubertät da nicht mehr gut gelernt hat. Und die Karin, die war ein bisschen klein und zierlich und war auch öfter mal krank. Und da hat eben die Schwägerin auch Angst gehabt, dass eben ihrer Tochter das gleiche Schicksal droht wie ihr. Und sie hatte darunter gelitten, dass sie eben das Gymnasium nicht beendet hatte. Das ist also die Hintergeschichte. Und jetzt gab es doch ein Argument, mit dem dieser Seminarteilnehmer seine Schwägerin überzeugt hat. Und zwar hat er zur Schwägerin gesagt, du, Helga, überleg doch mal, meine anderen Nichten und Neffen, was, der Peter, der Felix, der Lukas und die Petra und so, die sind doch alle auf dem Gymnasium oder aufs Gymnasium gegangen. Aha, stimmt, hast recht, die anderen sind auch alle aufs Gymnasium gegangen oder gehen aufs Gymnasium. Dann hat er solche... Ja, und dann hat man richtig gemerkt, dass seine Schwägerin anfing zu überlegen, die Karin ist doch nicht dumm, ne?
Nee, die ist nicht dumm. Und die Klassenlehrerin hat doch auch gesagt, die soll aufs Gymnasium gehen. Ja, ja. Na ja, in letzter Zeit war sie ja ein bisschen krank öfter mal, nicht? Aber, ah ja, es wächst sich aus, ne? Ja, ein bisschen klein, na ja, aber die wird ja auch noch wachsen. Ja, ja, warum geht die Karin nicht aufs Gymnasium, ne? Dann war das ausschlaggebende Argument, weil seine anderen Nichten und Neffen, die sind alle aufs Gymnasium gegangen. Ja, kann das einen Menschen überzeugen? Offensichtlich. Tja. Also, deshalb, man muss wirklich sich überlegen, wie tickt der andere Mensch, und für seine Schwägerin war das eben auf einmal unheimlich wichtig, dass die Karin aufs Gymnasium geht, weil eben die anderen aus der Verwandtschaft das auch gemacht haben. Es ging gut, also sie hat das Abitur gemacht. Nicht nur, ja, also deshalb, der Wurm muss dem Angler schmecken. Und nee, das habe ich falsch gesagt. Also, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und dann kommt noch etwas, ebenfalls eine Erkenntnis, die schon von den Sophisten stammt. Der Kairos, der glückliche Moment. Sie können das richtige Argument bringen, aber der Zeitpunkt ist falsch. Ja, ich war vor etlichen Jahren in Rom, war tief beeindruckt von diesen ganzen antiken Städten, denn die man heute alle so zitiert, Cicero und so, die sind ja da wirklich mal rumgelaufen. Aber es fing an zu regnen, im Juni. Hatte ich einen Regenschirm dabei? Nein, ich hatte keinen Regenschirm dabei. Aber auf einmal gab es um mich herum alle möglichen Regenschirmverkäufer. Und da konnte man einen Regenschirm kaufen für 5 Euro. Habe ich natürlich dankbar angenommen, habe mir also einen Regenschirm gekauft. Als dann der Regen nachließ, kosteten die Regenschirme nur noch 3 Euro. Und als die Sonne wieder schien, haben diese Regenschirmverkäufer wieder Sonnenbrillen verkauft. Tja, das ist der Kairos, der glückliche Moment. Den muss man auch erwischen, um zu überzeugen. Ja, ich wünsche Ihnen also zum Schluss viel Erfolg beim Argumentieren und Überzeugen und alles Gute und danke fürs Zuhören.